Ich fürchte, wir werden diesen Kampf noch über Generationen kämpfen. Spiegelgeschichte. ...1966 ruft Mao Zedong die Kulturrevolution aus. Er will eine neue Form des Kommunismus, radikaler und umfassender als je zuvor. Nur wenige Europäer sind damals vor Ort in China. Wie erleben Sie die Bewegung von innen? Im fernen Europa fasziniert sie viele junge Leute. Mit Maos Bild ziehen sie gegen ihre eigenen Regierungen auf die Straße. In Europa vielfach verklärt, in China bis heute ein Tabu. Wie war sie wirklich? Die große, proletarische Kulturrevolution. Die Wohnblocks der Pekinger Fremdsprachenuniversität. Der Engländer Paul Crook ist hier aufgewachsen. Heute lebt er in London. Seine Mutter ist hier geblieben. Paul Crook besucht sie so oft er kann. Die 101-Jährige gehört zu den wenigen westlichen Ausländern, die Maos kommunistischer Bewegung schon früh begeistert folgten. Pauls Vater David kommt 1937 als überzeugter Kommunist nach China. Das junge Paar erlebt den Umbruch der sozialistischen Revolution auf dem Land hautnah. Natürlich weckt das Erinnerungen an die Geschehnisse von damals. Ich bin sehr froh, dass einiges davon aufgenommen wurde. Ich denke, das ist sehr wertvoll. Ende der 1940er ziehen die Crooks nach Peking. Die Fremdsprachenuni braucht damals muttersprachliche Englischprofessoren. Meine Eltern waren überzeugte Unterstützer der kommunistischen Revolution in China. Sie waren angesehene Leute hier an der Universität. Bis zum Beginn der Kulturrevolution war das sehr angenehm für sie. Als Jugendlicher begeistert sich auch Paul Crook für Mao. Die Vorstellung, Mao einmal zu sehen, und sei es aus der Ferne bei einer Sportveranstaltung, war sehr aufregend für mich. Er war diese Figur aus unseren Schulbüchern. Ständig sprach man von ihm. Es war so ähnlich, wie Teenager ihre Popstars anhimmeln. Seit Gründung der Sozialistischen Volksrepublik 1949 wird Mao Zedong verehrt. In den Augen der Bevölkerung hat er das neue China geschaffen. Nach einem Jahrhundert schmachvoller Besatzungen, Kriege und einem blutigen Bürgerkrieg verkörpert er den Neuanfang. Zum ersten Mal seit dem alten Kaiserreich steht China wieder auf eigenen Füßen. Der charismatische Mao ist die kommunistische Galionsfigur, der die Massen zujubeln. Auch das Leben der Österreicherinnen Gudrun Alba und ihrer Mutter Basilia Fang ist eng mit Maos China verbunden. 1951 war Gudruns Mutter Basilia mit ihrer damals dreijährigen Tochter nach China ausgewandert. Die kleine Gudrun erlebt die Mao-Propaganda schon als Erstklässlerin. Ich kann mich erinnern, in der Volksschule, Lehrbücher, steht, dass man lernt, erste kommunistische Partei, Mao Zedong. Diese ersten Worte man hat dazu gelernt, später Papa, Mama, Zeichen. Ja? Gudruns Mutter Basilia ist Anfang der 1950er alleinerziehend und verliebt sich in Fang Bing, einen chinesischen Ingenieursdoktoranden. Als Metallexperte will der nach der Hochzeit mithelfen, China zu industrialisieren. Er überzeugt seine Tiroler Ehefrau,
ihn in das damals exotische Land zu begleiten. Also von Afrika haben wir schon gewusst, aber China nie gehört. Das war zu weit weg. Aber irgendwie hat mich das gar nicht gestört. Mit zwei Halbbrüdern wächst Gudrun Alba im nordchinesischen Shenyang auf. Bald spricht sie nur noch Chinesisch. Die Gudrun hat sich ja immer als Chinesin gefühlt. Wenn jemand gesagt hat, sie ist Ausländerin, da war sie böse. Das Schlimmste war für ihr, dass sie blonde Haare hat. Wenn sie nur schwarze Haare hätte, wäre sie nicht so aufgefallen. Ich denke, ich bin wie ein Teufel. Alle schauen mich an. Die Haare angreifen, manche Kinder möchten wissen, ja, die haben dicke Haare, ich habe dünne Haare. Ich habe blaue Augen, ja, die haben alle schwarze Augen. Wenn ich hinausgehe in einen neuen Bezirk, da kann auch ganze Straße blockiert. Da kommt der Polizist, der muss die Kinder alles anhalten, dass ich schnell weggehe. Trotz Mao-Kult und Kommunismus versucht die Katholikin Basilia, auch ihre Tochter im Glauben zu erziehen. Als Erinnerung an die Tiroler Heimat hat sie ein geweihtes Bild mit nach China gebracht. Aber das Bild, das ist der Erzengel dort, wo der käme, siehst du, mit den Flügeln, der auf dem Bild drauf ist. In der Früh haben wir oft, wenn die Kinder aufgewacht sind, das Bild angeschaut und dann geredet über das. Ja, der Engel, der beschützt die Kinder, dass sie gut über den Bach gehen. Damals ahnen Mutter und Tochter nicht, dass der Schutzengel die Familie einmal in Gefahr bringen könnte. In China drängt Mao mit seiner Politik immer tiefer in das Alltagsleben der Menschen. Den Parteivorsitzenden geht der Aufbau der Industrie zu schleppend. Er befiehlt den großen Sprung nach vorn. Allein durch die Willenskraft der Menschen soll China bald mehr Stahl produzieren als Großbritannien. Sogar die Bauern müssen kleine Hochöfen bauen. Doch während sie für Maos Visionen schuften, veröden ihre Felder. Statt Aufschwung kommt der Hunger. Am Übergang in die 1960er verhungern in China zwischen 15 und 30 Millionen Menschen, vor allem auf dem Land. Die anderen Parteiführer rebellieren gegen Maos Irrwitz und versuchen, seine Macht zu begrenzen. Der Pragmatiker Liu Shaoqi soll als neuer Staatschef China aus der Krise führen. In dieses krisengeschüttelte China begleitet Irene Eckleben ihren Mann Walter, der 1963 als Korrespondent für die DDR-Nachrichtenagentur ADN nach Peking geht. Das Paar gehört zu den wenigen Ausländern, die noch ins Land dürfen. Mein Mann war natürlich, da er Chinesisch konnte, dafür vorgesehen, als Korrespondent nach China zu gehen. Und da ich seine Frau war, wurde ich mitgeschickt. Und man bat mich zu versuchen, ob ich nicht fotografieren könnte. Und da bin ich durch die Stadt gestreift und habe fotografiert, es geht nicht mehr. Irene Ecklebens Fotos sind einzigartige Dokumente des Alltags, aber auch der politischen Machtkämpfe in dem kommunistischen Land. Viele tausend aufgeputschte Jugendliche blockieren die Zufahrt. In einer Kreuzung wurde der ADN-Wagen von Mautrupplern angehalten, umzingelt und mit Losungszetteln beklebt. Mitte der 1960er ist das Land zum Zerreißen gespannt. Hinter den Kulissen schmiedet Mao Pläne für seine Rückkehr zur Macht. 1966 schlägt er los. Ich kann mich noch erinnern, ja, 16. Mai. Und wir müssen am Abend in die Schule gehen, hören Nachrichten. Und da gibt es das erste Wandzeitung von Peking. Und politische Parteichef, die haben gesagt, jetzt fang Kulturrevolution an. Am Anfang steht ein handgeschriebenes Plakat, eine sogenannte Wandzeitung. Sie kritisiert die Parteileitung der Peking-Uni
als revisionistisch. Mao münzt den Angriff auf seine innenpolitischen Gegner. Überall gäbe es Bürokraten, die den Kapitalismus zurück wollten. Solche Klassenfeinde und ihr bürgerliches Denken soll das Volk mit Plakaten entlarven. Und dann hängten einige Mitschüler Plakate in den Klassenräumen und Fluren auf, die den Unterricht kritisierten. Irene Eckleben fotografiert die Plakate. Eine Wandzeitung zu schreiben heißt jetzt loyal sein mit dem alten Führer Mao, der im Volk noch immer verehrt wird. Immer wilder werden die Beschimpfungen, vor allem gegen Staatschef Liu Shaoqi. Sie wurden überall angebracht. Das war denen scheißegal. Ob das beim Uhrmacher war, im großen Kaufhaus, am wunderschönen Pekinger Superhotel. Es wurde überall angebracht. Wenn sie Pech hatten, dann auf ihrem Rücken. Irene Eckleben fotografiert auch, wie sich jetzt die Roten Garden als neu mobilisierte Jugendgruppen formieren. In der Kulturrevolution sollen die Heranwachsenden nicht mehr brav im Klassenraum sitzen, sondern als Mao-Jugend für den Vorsitzenden marschieren. In seinem Auftrag sollen sie den Sozialismus in China vor seinen bürgerlichen Feinden innerhalb der Partei retten. Ein ehrenvoller Auftrag. Und viele Leute von unserer Klasse, die haben diese Rotgardisten, diese Binden, Rotbinden, ja. Und dann haben wir die eine Liste gemacht, wer gehört zu guter Familie, das heißt Bauer, Arbeiter, Soldaten und politische Funktionen, die können sofort diese Armbandbinden bekommen. Aber Gudruns chinesischer Stiefvater ist ein Intellektueller. Sie darf nicht mitmachen. Dann habe ich nach Hause gegangen, mit meiner Mutter gesprochen. Was hat die Oma in Tirol gemacht? Ja, ist eine Bäuerin. Nächsten Tag bin ich zum Fremdenpolizei Büro hingegangen, habe ich gesagt, also ich möchte eine Bestätigung haben, dass meine Großmutter ist eine Bäuerin. Dann haben die sofort geschrieben, ja gut, ihr stammt, kommt von einer Bauerfamilie. Und so wird Gudrun Alber zur einzigen österreichischen Rotgardistin, einer jungen Soldatin für Mao. Wie Millionen Jugendliche schwingt sie das kleine rote Buch mit den Worten des Vorsitzenden. Natürlich sehr stolz, muss sofort zum Fotograf hingegangen, haben mal Fotos gemacht. Bin nach Hause. Mein Vater hat gesagt, wie hast du das bekommen? Habe ich so gesagt. Vater hat gesagt, na gut, du bist sehr intelligent, ja. Das ist auch gut, das schützt unsere Familie. Mao schickt seine Roten Garden in einen Krieg der Symbole. Chinas Traditionen und überlieferte Kultur nennt er antisozialistisch und gibt sie zur Zerstörung frei. Für die Jugendlichen ein Abenteuer. Sie stürmen Tempel und Paläste und zerstören und überkleben die alten Bilder. Im Juni 1966 lässt Mao sogar die Schulen und Universitäten schließen. Die Kulturrevolution wird für die Heranwachsenden zum aufregenden Lebensinhalt. Damals war ich, glaube ich, noch nicht 18. Und das ist frei. Wir sind alle frei. Wir können überall herumlaufen und kritisieren. Wir gehen oft, weil es ist Sommer, ja, wir gehen schwimmen. Also, ich finde nur Freiheit. Im Herbst 1966 empfängt Mao seine Roten Garden 8-mal zu riesigen Aufmärschen in Peking. Mao ruft die Jugend auf, sich gegen die angeblich kapitalistische Parteielite und ihre kulturellen Symbole zu erheben. Vor allen Dingen gegen seinen politischen Gegner, Liu Shaoqi. Die Propagandabilder aus China und die Parolen eines lebendigen, wehrhaften Sozialismus, der nicht in Bürokratie erstickt, faszinieren auch Europas Linke.
Und das war also das Paradies auf Erden, wobei dieses Paradies natürlich eines war des ständigen Kampfes. Nicht? Also zum Beispiel, ich bin ja dann, habe ja in Wien studiert, das wäre uns nicht im Traum eingefallen, Sympathien für den sowjetischen Kommunismus zu haben. Nicht? Also Bratislava, Pressburg liegt vor der Haustür, sind 60 Kilometer von Wien entfernt. Ja? Natürlich waren wir alle dort, wir kannten das, wie die Zustände waren in Prag und so weiter. Das war ein Horror, ja? Das wollte keiner von uns haben. Karl-Peter Schwarz ist heute Osteuropa-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 1970 schließt er sich an der Wiener Uni einer maoistischen Gruppe an. Dieser Satz, der uns damals enorm angesprochen hat, Rebellion ist berechtigt, wo immer auch. Ja, Rebellion ist an sich berechtigt, weil Rebellion ist die Essenz, ja, des Revolutionären. Und das war für uns die Kulturrevolution. Auch der ehemalige Vorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Reinhard Bütikofer, interessiert sich damals für maoistische Ideen. Es war weniger eine Begeisterung für ein theoretisches System und war am Anfang auch gar nicht getragen von einer großen Kenntnis, sondern es war mehr es muss doch irgendwo diese Utopie geben, oder? Im Protest gegen den Vietnamkrieg der USA rücken viele Studenten in Westeuropa nach links. Mao wird zur Ikone des Widerstands und des Aufbegehrens der Jungen. Mit den Parolen der Mao-Bibel machen sie Stimmung gegen die verstaubten Eliten der Kriegsgeneration und träumen von einer gerechteren Welt. Als Revolutionär galt und als absolut bewundernswürdig, dass die Teilung, wie das hieß, zwischen Kopf und Hand stückweit überwunden wird. Ja? Also dass nicht die einen nur im Büro sitzen und die anderen nur die ausführenden Tätigkeiten vollziehen müssen, sondern dass auch die Kader sich an der manuellen Arbeit beteiligen müssen. In Frankreich findet die maoistische Linke besonders großen Zulauf. Einige junge Menschen verschreiben sich ganz der maoistischen Revolution. Als ich Maoistin wurde, veränderte das mein Leben von Grund auf. Ich habe auch meine Zukunft dann ganz anders gesehen. Ich war ja Soziologiestudentin. Und als dann der Maoismus in mein Leben trat, ging ich zum Arbeiten in die Fabrik. Daniel Palot geht damals mit einer Maoistengruppe in die kleine Industriestadt Saint-Chamond. Zum ersten Mal zeigt sie ihrer Tochter Isabelle diese wichtige Station ihrer radikalen politischen Vergangenheit. Wir wollten an die Arbeiter heran und sie zu einer Revolution anstiften. Eine Revolution von unten. Gegen die Obrigkeit, gegen das kapitalistische System, gegen die Arbeitgeber. Das hat nicht geklappt. Aber wir wollten all das anwenden, was wir für den Maoismus hielten, das schon. Daniel Palot lässt sich in einer Textilfabrik anstellen und versucht, die anderen Arbeiter zum Widerstand aufzuwiegeln. Die Inspiration kommt aus China. Wir konnten uns nichts Besseres vorstellen, als selbst nach China zu gehen. Wir wünschten uns, dort mitzumachen und diese Erfahrungen dann in Frankreich anzuwenden. Denn wir kämpften ja für eine Revolution in Frankreich. Und wir glaubten, sie würde kommen. Doch ein Visum für China zu bekommen, ist unmöglich. Das Land ist abgeriegelt. Kaum mehr als die Bilder der Propaganda dringt nach außen. Also China wurde zu einer Art Projektionsfläche unserer revolutionären Hoffnungen. Und das hat sehr viel Religiöses an sich gehabt. Ja. Religiöses in dem Sinne, dass wir dorthin kommen wollten. Wenn wir dorthin kommen wollten, wussten wir eigentlich gar nicht genau, wie das aussieht. Ja. Und dass die diffusen Informationen, je weniger Informationen es darüber gab, desto besser war es eigentlich. In China schreitet die Kulturrevolution voran. Statt in den Unterricht zu gehen, sind die Jugendlichen im Dienste Maos unterwegs. Immer stärker drangsalieren die Roten Garden, dessen angebliche Gegner. An den Schulen und Unis beginnt eine Säuberungskampagne gegen Lehrer und Intellektuelle.
Ich kam zurück nach Peking und meine Brüder sagten, sie haben hier an unserer Uni einen Spion gefasst. Kannst du erraten, wer es ist? Und ich sagte, könnte es vielleicht dieser oder jener sein, vielleicht dieser verdächtige Jugoslawe? Aber sie antworteten, nein, es ist dein Vater. Als Englischprofessor an der Fremdsprachenuniversität wird Pauls Vater David zur frühen Zielscheibe der Roten Garden. Ich konnte es nicht glauben. Sie sagten, das muss ein Fehler sein, das ist doch klar. Aber so war es, er war nicht mehr da. Obwohl Pauls Vater in ein Hochsicherheitsgefängnis gesperrt wird, zweifelt Pauls Mutter Isabel nicht an Maos Visionen. Wir machten uns große Sorgen. Aber die Antwort war, seid fest im Glauben an die Partei und im Glauben an die Massen. So wie Mao es lehrt. Inzwischen lässt Mao auch Jugendliche und Arbeiter für sich kämpfen, deren Eltern keine Proletarier sind. Unterschiedliche Gruppen streiten um die Vorherrschaft. Jeder will beweisen, dass er den Kampf für Mao noch radikaler führt. Überall entlarven sie vermeintliche Klassenfeinde. Auf großen Versammlungen konfrontieren sie die Beschuldigten mit ihren angeblichen Verbrechen. Wenn man das Ziel dieser Angriffe war, musste man Demut zeigen. Und die Bewacher sorgten dafür, dass man das auch tat. Die Gegner, die bekämpft werden sollten, wurden auf der Bühne aufgereiht. Mit schweren Steinen um den Hals, die den Kopf runterzogen. Verdrehte Körper mit nach hinten gerissenen Armen. Und dann hieß es, ja, es stimmt, ich bin ein Monster. Ich habe versucht, Maos revolutionären Weg zu untergraben. Während sein Vater im Gefängnis sitzt, beginnt der 13-jährige Paul zu zweifeln. Die Leute riefen inbrünstig Parolen und Beschimpfungen gegen die Beschuldigten. Und ich hatte das Gefühl, mitmachen zu müssen. Aber gleichzeitig sträubte sich etwas in mir, weil es eben so grausam war. Damals war unser Empfinden für solche Schrecknisse aus dem Lot. Man dachte, es passiert überall. Vielleicht ist das normal. Auf dem Weg zu den Versammlungen werden die vermeintlichen Konterrevolutionäre auf Lastwagen öffentlich zur Schau gestellt. Irene Eckleben fotografiert auch jetzt. Ihre Fotos gehören zu den seltenen Zeugnissen dieser Praxis. In der Mitte eine Frau mit einem Riesen, wie die Zauberinnen in den deutschen und europäischen Märchen, die so eine Zuckertüte auf dem Kopf hat, das ist die Geächtete. Es war beängstigend, wirklich beängstigend. Aus der Hauptstadt reisen radikale Rotgardisten in alle Teile Chinas. Auch ins nordchinesische Shenyang. Es sind lauter 15, 16 junge Kinder. Die haben alle Waffen und wollten uns zeigen, wie kann man das Kulturrevolution machen. Wie kämpfen gegen solche Leute. Dann haben die mit der Fahrradkette an der Hand ein junges Mädchen, glaube ich, 14 Jahre alt, die haben mit der Fahrradkette auf die Leute kopflos geschlagen. Das habe ich gesehen. Da hat mir so weh getan. Noch immer machen die Roten Garden Jagd auf die Symbole der alten Gesellschaft. Sie zerstören, was ihnen in die Hände fällt. Gudrun Alba fürchtet, die Wut ihrer Kameraden könnte sich auch gegen das Engelsbild ihrer Mutter richten. Der hatte überlegt, wollte zuerst verstecken. Habe ich gesagt, er wollte Keller unten. Habe ich gesagt, bitte tut das nichts. Die können kommen, die können überall suchen. Gudrun und ihre Brüder überreden die Mutter, das Bild aufzugeben.
Dann haben sie es heruntergerissen und verbrannt oder weiß nicht mehr was. Nach Holz, ein bisschen mit anderer Heu, Gras oder anderen Sachen kann man anzünden. Jetzt wird auch in Gudruns Familie nur noch ein Idol verehrt. Dann haben wir sehr viele so Mao-Fotos dann einfach drauf, derselbe Platz oben gehängt, Mao-Fotos. Alles Mao. Ein Zimmer, glaube ich, vier Seiten, hängt alle Mao-Fotos. Das Wüten der Roten Garden ist außer Kontrolle. Wer ihnen in die Hände fällt, den sperren sie in improvisierte Zellen und Verschläge. In Peking dringt der Terror immer tiefer in Paul Crooks Leben ein. Nach dem Vater haben sie es nun auf seine Mutter abgesehen. Sie wurde immer wieder verhört, um die Wahrheit herauszufinden. Über meinen Vater und auch über ihre eigene Rolle. Die Verhöre nehmen kein Ende. Schließlich darf Isabel Crook auch nachts nicht mehr nach Hause. Sie rechnete nicht damit, lange weg zu sein. Aber am nächsten Tag kamen sie und fragten nach ihrer Zahnbürste und dann nach anderen Dingen. Und so langsam verstanden wir, dass sie so bald nicht wiederkommen würde. Die Kulturrevolution bringt das Land zum Stillstand. Überall herrschen Chaos und Terror. Ende 1968 zieht Mao die Notbremse. Er befiehlt den Roten Garden, die Städte zu verlassen und aufs Land zu ziehen, um dort zu arbeiten. Euphorisch machen sich rund 20 Millionen Jugendliche auf den Weg. Ihnen wird erzählt, dass sie vom revolutionären Geist der Bauern lernen sollen. Zu dieser Zeit kommen Dieter und Ann-Kathrin Becker als neue DDR-Korrespondenten nach China. Als Kinder des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates haben sie einen wohlwollenden Blick auf China und seinen Revolutionsführer. Mein Liebling ist diese Plakette aus Porzellan. Ein jugendlicher Mao, da hat er noch keine Riesenverbrechen begangen. Und er hatte damals noch ehrliche und aufrichtige Ziele. Peking ist der erste Auslandsposten für die Beckers. Mao hat China selbst gegenüber den anderen sozialistischen Ländern weitgehend abgeschottet. Die China-Berichterstattung der DDR klammert die Auswüchse der Kulturrevolution fast vollständig aus. Ja, wenn man sah, das war ein Land, das in den 50er Jahren doch ungeheure Fortschritte gemacht hatte. Und ich habe mich eigentlich damals auch schon immer viel für China interessiert. Wir hatten ja wunderschöne Zeitschriften über China in der DDR. Und das hatte mich eigentlich gepackt. Und dann kommt man dahin und sieht, dass all der Elan verpufft in Aktionen, die völlig sinnlos sind. Das heißt, nicht völlig sinnlos. Mao Zedong hat damit seine Gegner ausgeschaltet, aber das war auch alles. Und das alles auf Kosten der normalen Bevölkerung. Und das tut weh. Doch die Beckers erleben in China auch den Beginn einer neuen Zeit. Nach Jahrzehnten der Isolation wendet sich Mao ausgerechnet dem Westen zu. US-Präsident Nixon trifft im Januar 1972 in Peking ein. Eine politische Sensation. Es war natürlich eine Öffnung. Es begann ja dann auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur BRD. Das war ja auch diese Zeit. Und China wurde weltoffener. Vorher waren sie natürlich ziemlich abgekapselt. Durch das Treffen mit Nixon leitet der inzwischen 78-jährige Mao eine vorsichtige Öffnung seines Landes ein. Jetzt dürfen auch die Mao-Anhänger im Westen endlich hoffen, selbst nach China zu reisen. Es gab eine Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft. Da wurde angeboten, dass man nur eine Reise nach China machen könnte. Und da habe ich gesagt, würde ich gerne mitfahren. Und wurde das möglich. Als wir hörten, dass wir als Frauengruppe vielleicht eine China-Reise machen könnten, um die Befreiung der Frauen dort zu sehen, das war ein absolutes Abenteuer. Doch Danielle Palot hat inzwischen eine kleine Tochter, Isabelle,
die erst 3 Monate alt ist. Ich musste mich entscheiden, entweder bei meiner Tochter zu bleiben und sie weiter zu stillen oder nach China zu fahren. Aber ich war nun mal Maoistin und das Abenteuer lockte. Es war hart, aber ich ließ meine Tochter bei ihrem Vater zurück und reiste nach China. Mao-Anhänger aus Europa sind die Ersten, die ab Sommer 1971 ein Visum für sozialistische Freundschaftsbesuche in die Volksrepublik bekommen. Dann kommt man da so spät in der Nacht am Flughafen von Peking an und da erinnere ich mich, da stand so eine riesige weiße Mao-Statue, ja, so beleuchtet und so. Und das war also irgendwie wieder, wieder Eingang ins Paradies. Ja. Also man kommt dorthin, nicht? Und das ist jetzt dieses große China, das man sich da anschaut. Vor Ort präsentiert ein ganzer Propagandastab den westlichen Besuchern die Errungenschaften der Kulturrevolution. Und dann begannen sie uns herumzuführen. Man brachte uns in die große Halle des Volkes, eine unglaubliche Ehre. Das war unsere Ankunft in China. Wir sangen die Internationale, die Faust erhoben. Wir waren zu Tränen gerührt. Es war sehr emotional. Wir waren eine Gruppe von Groupies in China. Das totale Glück. Daniel Palot hat eine 16mm Kamera im Gepäck, um für die Genossen daheim zu filmen. Die Volkskommunen und die Bauern bei der Arbeit, die großen Bauprojekte, die Fabriken, das hatten wir ja noch nie gesehen, Gießereien, wo die Funken flogen und die passenden Reden dazu. Von Peking aus geht es übers Land. Die Stationen ähneln sich. In den Schulen kam da so eine junge, bausbäckige Revolutionärin von den Roten Garden und hat da so eine wilde Rede gegen den Direktor geschwungen. Und alle diese Dinge haben uns enorm gefallen. Jetzt, so die Botschaft, sei dank Mao alles produktiver als je zuvor. Ich erinnere mich an Gespräche mit Professoren und Studenten. Dann kam hinterher ein Student und sagt, also er müsse das jetzt noch mal erklären. Die Professoren, die wären noch ein bisschen konservativ, aber sozusagen soll man nicht gegen sie halten. Aber sie als Studenten würden eigentlich das viel radikaler verändern wollen, alles. Und so. Und man hatte den Eindruck, man wird da als wohlwollender Beobachter eines großen gesellschaftlichen Experiments willkommen geheißen. Well, the fact that they came to visit, I think, reinforced. Dass diese Leute kamen, bestätigte einerseits unseren Glauben, dass China ein Wallfahrtsort war. Aber wenn man sich mit diesen ausländischen Gläubigen unterhielt, die kamen, um die Wiege der chinesischen Revolution zu sehen, dann beschlich einen schon der Verdacht, naja, die sind ganz schön naiv. Die Reisen der Besucher sind lückenlos durchgeplant. Erkundungen auf eigene Faust sind nicht erwünscht. Natürlich haben wir den Horror nicht gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie Leute hingerichtet, verprügelt und unter den Pranger gestellt worden sind. Es war wie eine Reise durch die Peking Review, die Illustrierte. Ja. Und da sah man diese Bilder nicht. Und wir haben uns durch diese Bilder bewegt. Ja. Und wir haben das erfüllt gefunden, was wir uns vorgesehen haben. Wir wollten ja auch nichts anderes sehen. Wir wollten die Bestätigung dafür haben, dass das gut ist. Ich bin zurückgekommen mit dem Gefühl, also wenn die Chinesen das hingekriegt haben mit der Revolution, dann können wir das auch schaffen.
Danielle Palot bleibt mit ihrer Frauengruppe fast 2 Monate im Land. In Shanghai haben sie 1 Woche Aufenthalt. Für die Genossen in Europa will Danielle Palot hier das Alltagsleben der Menschen im revolutionären China filmen. Die chinesischen Reisebegleiter haben ein passendes Viertel ausgesucht. Dort gingen wir auf einen Markt. Da drängten sich die Leute mit lebenden Fischen in den Taschen, mit Gemüse, Fleisch und Geflügel. Es gab alles und wir haben das gefilmt. Es war traumhaft. Danach gingen wir zurück ins Hotel. Aber sie vergisst eine ihrer belichteten Filmrollen auf dem Markt. Am nächsten Morgen kehrt sie zurück, um die Rolle zu suchen. Als wir zurück auf den Markt kamen, war alles weg. Da war kein Mensch und es war völlig leer. Da gab es nicht einmal eine Karotte zu kaufen, kein Gemüse, nichts. Es war vollkommen leer. Das ist die Realität in Maos Reich. Das Chaos und die Verwerfungen der Kulturrevolution haben China an den Rand des Ruins getrieben. Für das Nötigste müssen die Menschen stundenlang anstehen. Und Millionen angeblicher Klassenfeinde sitzen noch immer in den Verliesen. Auch die Eltern von Paul Crook in Peking. Der junge Mann und seine Brüder schlagen sich Anfang der 1970er allein durch. Manchmal lockt ein Abenteuer. Ich bin da mal hochgeklettert, bis auf die 2. Ebene. Die Pagode ist ja ziemlich breit. Wie seid ihr denn da hochgekommen? Am Blitzableiter. Hat euch denn niemand aufgehalten? Das war während der Kulturrevolution. Da hat das niemanden gekümmert. Da haben doch alle Revolutionen gemacht. Da seid ihr also hier rumgelaufen und habt Quatsch gemacht. Ja, das war lustig. Das glaubt einem mir heute keiner mehr. Erst wenn die Leute das Foto sehen, glauben sie es. Obwohl Pauls Eltern schon seit Jahren im Gefängnis sind, haben sie den Glauben an Mao nicht verloren. Während seiner Zeit im Gefängnis glaubte mein Vater, Mao sei entweder in die Irre geleitet oder er wisse einfach nicht, was vor sich geht. Denn wenn er es wüsste, würde er die Dinge doch in Ordnung bringen. Paul Crook und seine Brüder wissen damals nicht einmal, wo genau ihre Eltern festgehalten werden. Eines Tages radelte ich zu meinem Deutschkurs an der Peking-Uni. Und ich schaute nach oben. Und da, am 2. Fenster im 3. Stock, war meine Mutter und winkte mir zu, hinter Gittern. Und ich winkte zurück. Aber dann dachte ich, ich darf den Lehrer nicht warten lassen. Und ich fuhr weiter und konnte dann meinem Deutschlehrer sagen, ich habe meine Mutter gesehen. Ich war stolz, aber ich fühlte mich verpflichtet, auf keinen Fall den Unterricht zu schwänzen. Nach dem ersten Schock gelingt es den Brüdern, sich später heimlich in die Arrestzelle der Mutter zu schleichen und mit ihr zu sprechen. Sie war unter ständiger Beobachtung durch ein paar junge Lehrer bei ihr im Zimmer. Sie glaubt, weil man verhindern wollte, dass sie sich etwas antat. Sie stand also unter strenger Überwachung. Das Leben Paul Crooks und seiner Eltern hängt in der Schwebe, so wie das von Millionen Chinesen. Unzählige Menschen sind eingesperrt. Viele von Pauls Altersgenossen sind noch auf dem Land oder arbeiten in Fabriken. Die meisten Universitäten sind immer noch geschlossen. Für mich in China so zu leben, sehr schwer. Wo ich hingehe, alle Leute mich beobachten. Ich muss immer eine Musterbilder, ganz brav bleiben. Und ich habe keine Freiheit, gar nichts. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, ich möchte nach Österreich.
Aber Gudrun ist staatenlos. Sie hat keinen Pass. Sie wird zur Arbeit in einer Textilfabrik eingeteilt und darf China nicht verlassen. Das Leben ist unvorhersehbar. Mein Vater war ein geschätzter ausländischer Freund. Und dann wurde er von einem Tag auf den anderen verhaftet. Aber schließlich kam er frei und wurde rehabilitiert. Insgesamt war er 5 Jahre im Gefängnis, in Einzelhaft. Die ersten 3 oder 4 Jahre durften wir ihn nicht mal besuchen. Auch Pauls Mutter kommt erst Anfang der 1970er frei. Erst dann ist die Familie wieder zusammen. Trotz ihrer politischen Verfolgung wollen Pauls Eltern das kommunistische China nicht verlassen. Meine Eltern träumten von der Weltrevolution. Sie waren nun einmal in China. Aber von uns erwarteten sie, dass wir die Ideale hochhielten, ganz egal wo. Sie fanden nicht, dass wir Kinder unbedingt in China bleiben müssten. Ich wollte die Welt mit eigenen Augen sehen. Und ich wollte nicht nach so strengen Regeln leben. Ich glaubte, im Westen würde ich sehr viel freier sein. Am Bahnhof von Peking verabschiedet sich Paul von seiner Familie. Bevor ich wegfahre, also mein Vater hat zu mir gesagt, also im Westen gibt es so viele Verbrecher oder Bettler, wenn nicht passt, komm sofort zurück. Auch die chinesischen Zeitungen berichten von schrecklichen Zuständen in Europa. Der Kapitalismus stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Dann habe ich meine Mutter gesprochen. Meine Mutter, die sagte, man braucht das nicht zu hören. Ich bin von Österreich gekommen. Ich habe nicht so viele Bettler gesehen. Das ist nur Propaganda, war auch nicht zu hören. Voller Zweifel verabschiedet sich Gudrun von ihrer Familie und macht sich auf den langen Weg nach Österreich. Also ungefähr 11 Tage mit dem Zug gefahren. Zuerst an der chinesischen mit der sowjetischen Grenze. In China-Seite sehe ich nur Chinesen. Nach der Grenze alles Europäer, Russen. Dann für mich auch die Schaffnerin, die alle so groß, dick und so laut. Also interessant für mich. Ich muss mit offenem Mund, großen Augen denen, so wie die Chinesen mich beobachten. Im Februar 1972 trifft Gudrun Alba in Wien ein. Die Stadtverwaltung empfängt die Heimkehrerin aus dem Ostblock feierlich. Als Willkommensgeschenk erhält sie einen Fotoapparat. Paul Crook verlässt China in Richtung Süden. Ich überquerte die Grenze von Canton nach Hongkong. Die Welt war so aufregend. Ich entdeckte das Kino und schaute mir 10 Tage lang alle möglichen Hollywood-Filme an, die ich ja alle nicht kannte. Damals war jung, dann ist alles neu, alles anders. Und die Leute, dann denke ich, also eigentlich, ich bin befreit. Niemand kann mich anschauen. Ich schaue gleich wieder andere aus. In Wien angekommen, trifft Gudrun Alba schon bald einen jungen Studenten, der ihr Interesse weckt. Dann hat mich gefunkt, wow, das schaut gut aus. Mich in das Herz geklopft. Da hat gefragt, woher ich komme, ja? Und ich habe gesagt, errat mal. Und er hat alle europäischen Länder erzählt und in Amerika, und Südamerika, überall erzählt, habe ich immer gesagt, nein, 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 alle Länder. Und zum Schluss hat er gesagt, Hongkong. Habe ich gesagt, ganz, ganz nahe. Wie sie dann gesagt hat, dass sie aus China kommt, war natürlich das für mich, ja, wie eine
Erleuchtung. Nicht? Ich mit meinen Gedanken, sozusagen kommunistischen, maoistischen Gedanken. Und sie kommt aus China. Sie kann mir jetzt sicherlich viel erzählen von der Praxis und wird mich bestätigen in dem, was ich sozusagen in meinem Kopf schon habe. Denn der Student Sebastian Alba ist damals ein überzeugter Maoist. Der hat gesagt, verstehe ich nicht, dass ich nach Österreich komme. China ist so gut. Ja? Da habe ich gesagt, na gut, pack deine Koffer, fährst dorthin. Der zweite Tag wird eingesperrt. Erst nachdem Sebastian Alba dem Maoismus abgeschworen hat, heiraten Sebastian und Gudrun. Sie hat mir sehr realitätsnah erzählt, was sie erlebt hat, wie das in China zugeht. Und das war für mich schon ernüchternd irgendwo. 1976 stirbt Mao. Ein letztes Mal versammeln sich die Massen für den großen Steuermann. Damit endet auch der Spuk der Kulturrevolution. Viele Millionen waren politisch verfolgt worden. Maos Rivale Liu Shaoqi im Gefängnis gestorben. Insgesamt verloren bis zu 1,5 Millionen Menschen ihr Leben. Das Erbe der Kulturrevolution lastet bis heute schwer auf China. Auch die Maoisten im Westen mussten ihre China-Utopie aufgeben. Reinhard Bütikofer wandte sich als grüner Spitzenpolitiker der Realpolitik zu. Weil doch schon vor dem formellen Ende der Kulturrevolution und dann auch nach dem Ende der Kulturrevolution sich einfach nicht mehr sozusagen ignorieren ließ, ja, dass vieles, was ich gesehen hatte, Oberfläche gewesen war oder Blindheit, sozusagen wishful seeing gewesen war. Ja. Ich habe einmal nachgerechnet, ich habe in etwa so lange gebraucht, mich von diesen Schlacken zu befreien, als ich in diesem Verein drin war. Also ich war etwa 4 Jahre drinnen und 4 Jahre, also habe ich es noch gebraucht, um mich einigermaßen zu stabilisieren und mich wiederzufinden. Also alles in allem war diese rote Dekade eine Verlustanzeige. Ja, das war also ein absoluter Verlust. Das hat mir nichts gebracht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sieht sich Daniel Palot die Tagebücher ihrer China-Reise von 1971 an. Die entscheidenden Zeilen handeln von dem falschen Markt in Shanghai. Découragante. Ich bin entmutigt. Ich will nicht mehr weiter an diesem Film arbeiten. Ich bin völlig resigniert. Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe nichts. Ich möchte alles abbrechen. So muss es für ein Kind sein, dem man sagt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Du glaubst an den Weihnachtsmann und dann, zack, gibt's den gar nicht. Für mich war das der Schock. In diesem Moment in Shanghai. Dass es keine Hoffnung gab, die perfekte Gesellschaft zu finden. Nichts, was wir auf Frankreich übertragen konnten. In China regiert noch heute die kommunistische Partei von damals. Pauls Familie wird heute nicht mehr verfolgt. Im Gegenteil. Als Stellvertreter für seine Mutter hat Paul eine Einladung in die Provinz angenommen. Ich habe einige Großworte meiner Mutter mitgebracht. Die werde ich jetzt für euch verlesen. Während der Kulturrevolution saß Pauls Mutter als angebliche Spionin im Gefängnis. Heute würdigen Maos Erben ihre Verdienste als Chronistin der kommunistischen Bauernbefreiung. Paul Krug hat lange gerungen, um mit diesen Widersprüchen ins Reine zu kommen. Es war eine kafkaeske Erfahrung.
Wenn der Schrecken zu groß wird, um ihn als Schrecken wahrzunehmen, dann muss man ihm mit Satire begegnen. Mit einem Sinn für das Absurde. So kann man damit umgehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe es für mich entschärft, indem ich versucht habe, die Wirklichkeit nicht so ernst zu nehmen. Danielle Palot lebt heute in Paris. Sie hat die Suche nach Wegen zu einer besseren Welt nie aufgegeben. Zuletzt begeisterte sie sich für die alternative Nuit-Debout-Bewegung. Junge Franzosen, die sich allabendlich auf dem Place de la République versammelten und über Globalisierung und soziale Gerechtigkeit diskutierten. Das hat mich sehr interessiert, weil es mich an die Anfänge der 68er erinnert hat. Das sind Menschen, die in der heutigen Welt leben und die das System in Frage stellen. Ihre Illusionen hat sie aufgegeben. Die sind ganz anders. Es ist eine andere Welt. Die glauben nicht an Mao und an keine Revolution. Wir wollten die bestehende Gesellschaft umstürzen. Die hier wollen die Gesellschaft verbessern und menschlicher machen.